wechseln. Könnte es so. Also, vielleicht merkt der eine oder andere, dieses Video ist nach dem letzten entstanden. Und zwar geht es in diesem Video darum, diesen wunderschönen Vichas-Käfig, diesen rot-grünen. Ist der eigentlich magnetisch bei Rot und Grün? Nein. Ja, aber der ist magnetisch, weil es ist ein Stahlkäfig, keine Ahnung. Nein, auf jeden Fall, das ist wieder Marcel. Wir bauen einen Überrollkäfig, einen aus Stahl. Fünftürer-Version, aber in einem Caravan, was eigentlich auch Fünftürer ist. Ja, im Groben und Ganzen ist ja nur der Aufbau hinten. Gut, wir müssen eigentlich zerlegen. Also da hat sich schon der Marcel vorher informiert. Ich habe mich informiert. Also ich komme mal rum, da kannst du vielleicht mal zeigen, was man da alles ausbauen muss, um den Käfig überhaupt reinzukriegen. Ja, Fakt ist, die Tür muss raus. Die? Genau. Mir wurde von einem Caravan-Fahrer wurde mir der Tipp gegeben. Er hat selber einen Vichas-Käfig drin, allerdings in der Variante schräg an der Rückbank vorbei, hinten auf der Drahthaus und nicht über die Rückbank. Tür raus, am besten Sitze raus. Dann kriegt man den vorderen Teil rein. Den mittleren Teil kriegt man auch so rein. Okay. Aber der vordere, ich habe es ausprobiert, deswegen ist der Jens auch jetzt hier, weil mit zwei Händen ist das manchmal echt schwierig. Ich habe es probiert, das Auto auf die Bühne hoch, Tür vorne auf, es fehlten sage und schreibe 3 cm, dann wäre der Bügel drin gewesen, aber ich kriege ihn nicht an der B-Säule vorbei. Geht nicht. Also Tür raus, da er keine Ausstattung hat, ist das relativ einfach. Sitze raus. Und dann hoffentlich Spaß haben. Dann reinstecken, ausrichten, Löcher markieren und bohren. Genau. Tut sich das eigentlich weh, in so ein Auto Löcher zu bohren? Nein! Nein, ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, bei Sigi würde ich Löcher reinbauen, so geht nicht, war scheißegal. Aber bei Edgar würde ich mir schwer tun, weil jetzt müssen ja, Moment, ich kann den mal filmen, da sind halt die Füße, genau, es müssen 9. Löcher. Nee, war nicht. 18. 18 Löcher müssen gebohrt werden. Stimmt, du hast ja Mittel- und Vorderbügel. Und hinten. Ja, es müssen hier, da sieht man die Löcher, es müssen so viele Löcher gebohrt werden, die nicht klein sind. Nee, in den Unterboden durch. Durch die Radhäuser durch, wo richtig viel Dreck und Schmodder und sonst was ist. Hast du einen guten Bohrer? Nee, ich habe keinen Bohrer. Ich muss da gleich, weißt du, mit so einem Handbohrer. Kriegen wir schon hin. Ja, Bohrer da, aber halt so durch den Unterboden bohren, dann so groß, so viel. Ja, man muss auch aufpassen, dass man keine Leitung trifft. Ja, das ich weiß es nicht. Ist genau. Die nächste Geschichte. Ich denke mal, wir werden die markieren. Käfig wieder raus. Und dann vorsichtig bohren. Bohren. Käfig wieder rein. Verschrauben. Probeweise verschrauben. Sich freuen. Dann wieder raus. Lackieren. Wieder rein. So lange bleiben aber die vorderen sitzen draußen. Ja. Gut, ja, dann bauen wir jetzt eine Tür aus. Ich habe dieses Werkzeug in dem Vectra-B-Unfall-Video schon gezeigt, aber nicht, wie wir es gemacht haben. Aber es ist dieses Standardbügelding mit Stift. Ja. Genau, Standardbügelding mit Stift. Das ist ein bisschen besser. Das ist halt original Opel-Werkzeug. Ja. Habe ich vorhin netterweise bekommen. Leihweise. Von meinem Opel-Händler. Von meinem Opel-Händler des Vertrauens. Und ja. Gut, dann legen wir mal los. Ja, ich würde sagen, ich werde die Kamera mal aufmachen, kann sie anfangen, nur die Tür rausreißen, irgendwo dahinter oder so. Wir können entweder hier, ich habe hier so einen schönen rollenden Tisch. Ja, gib mal den Rollen, weil ich bin so gut vorbereitet als YouTuber, dass mein großes Stativ natürlich nicht mitgenommen habe. Das ist, ne? Jens meinte vorhin, das hätte Altersschwäche. Also wenn jemand Jens eine Freude machen möchte und auch mir, dann weiß ich nicht, aber vielleicht hat ja jemand noch so ein Stativ rumfliegen, weil er nicht mehr braucht. Ich glaube, Jens wird sich freuen. Ja, dann können wir das hier einlagern. Dann können wir das hier einlagern. Aber für das nächste Mal mache ich hier einfach die Variante Deckenhalterung. Was hältst du davon? Ja. So. Stellen wir entweder hier auf, dann sieht man immer unsere dicken Hintern. Nee, ich würde sagen. Oder bei dem dazwischen die schöne Vectra-Schürze. Wenn auch jemand eine Vectra-C-Schürze haben möchte. Wenn die schwarz wäre. Ich glaube, du kannst aber die Nebelscheinwerfer kannst du haben. Ja, ich brauche sogar noch welche, weil meine sind vergilbt. Siehst du? Schraub die raus. Okay, ich baue mal eben hier auf. Ich und dann, wieder zurück. Dann sehen wir uns gleich wieder. Jetzt kommt der Körper close wieder. Nur weil du dick bist. Bin ich dick. Nur büchig, ne? Woher weißt du das? Ich habe einen neuen Kadett.
Das sind übrigens drei Briefe von dem gleichen Auto. Ja gut, aber die sind ungültig, die anderen. Ne? Eingetragen ist nichts. Ne? Das ist Ein Vierer. Ein Vierer, ne? Kroll. Ich hab festgegammelt, oder was? Nee. Ich bin ja sehr vorsichtig. Ja, würde ich bei dem Lack auch sein, sonst hast du direkt das Schnussbar weg, ne? Die ist so kacke. Das ist noch gut. Schade, ne? Stopp! Kommen wir wieder rüber. Stopp, der fette Grill. Ich packe den Rechenspiegel hier hinten. Weil ich muss die festhalten. Genau. So. Hier habe ich jetzt schon angefangen. Und zack, zapp. Ganz simples Werkzeug. Genau, ganz simples Werkzeug. Ich wollte letztens eins ersteigern bei eBay. Ich glaube, für 50 Euro sind weggegangen. Oh, original Opel. Ja, guck mal, ist das. Wie heißt die Marke nochmal? BGS? Mal. Nee, nicht BGS. Original, die original Opel Marke. Ah, Ken, immer ja, Kenmore. Kenmore, ja. Und, ja, ich weiß nicht, ob ich das. So viel für das Ding da, ne? Der Markus hat für ein LKW von BGS das Ding, wo das auch funktioniert. Sieht genauso aus. Natürlich funktioniert das. Ja, ist ja nur ein gebogener Winkel, ne? Ein gebogener, stabiler Winkel und ein Bolzen mit einem Gewinde dran. Ich kann auch eine Schraube eigentlich nehmen, ne? Ja, wobei, du musst ja einen Gegenkonter haben, um den Bolzen da rauszukriegen, so. Ja. Und dieses, na, diese Gewindehülse, die halt über den Stab kommt, ist halt genauso dick wie der Bolzen. Geht auch nicht, ne? Doch, doch. Langsam wird es aber auch schwer. Alter. Ah, da ist er. Yeah. Hast du eine Decke zum Rauschen? Ich hab natürlich. War eine schwere Geburt, oder? Definitiv. Ist dir wahr? Nein! So. Das Problem ist, der Türbolzen oben muss den Halter nach unten. Türbolzen unten muss Halter nach oben. Da der aber nur lose geführt ist, der Bolzen immer wieder nach unten rutscht, plus einen vergammelten Bolzen. Yippie! Aber wir haben es geschafft. Tür draußen. Und ganz so viel Lack schälen. Nee, wir könnten jetzt mal ausprobieren, ob wir den Käfig reinkriegen. Ohne die Sitze auszubauen. Tja, dann ich baue die Kamera wieder auf, dann machen wir wieder. Muss ich nicht annehmen. Kommt das an? Hä? Ach, das ist hier jetzt Mitte. Das ist vorne. Ach so. Merke! Jens ist gerade am Diskutieren, ob der gerade falsch rum wäre. Das ist nicht hinten, sondern vorne. Also am Armaturenbrett. Genau, am Armaturenbrett. Wir probieren das jetzt mal aus. Wofür sind diese Löcher da? Kann ich dir sagen, der hat Streben an Einstiegsseite. Ah, diese Diagonalstreben. Der hat keine Haarstrebe, der hat keine. Also einen Flankenschutz. Mhm. Ich fiel das Wort gerade nicht ein. Der hat einen Flankenschutz vorne. Das Einzige, was der hat an A-Säule, B-Säule und C-Säule halt diese Querverstrebung drin, ja. Bei Fünftürer, hat aber keine Haarstrebe, sprich hinter den Sitzen drin, der hat kein Kreuz drin, der hat keine Diagonale drin. Mir war aber wichtig, dass das ein Stahlkäfig ist, weil in der Theorie kann man so einen Käfig ja erweitern. Es gibt ja diverse Firmen, auch bei uns in meinem Umkreis. Ja. Gibt es noch GTI Motorsport? So, die haben ja zum Beispiel Haubenspiegel gemacht und oder auch Käfigerweiterung. Weil die halt auch Materialgutachten für das Material haben, diverse Schweißscheine und. Weil bringt ja nichts, wenn ich mir so einen Punkt irgendwo dran schweiß, ich baue einen Bums oder fahre eine Bodenwelle
Und du hast das Ding im Kopf. Und hab das Ding im Kopf. Hier kommt nachher auch dieser typisch schöne, hässliche Schaumstoff rum, auch mit Kabelstrapse, so wie sich das gehört. Aber du musst, ich habe mich da mal mit unterhalten, du musst mit dem Kopf dich so bewegen können und auch in alle Richtungen, du darfst nirgends anecken. Jetzt bin ich 1,92 groß, könnte klappen. So, also, was hast du da? Die Sitze umklappen, weil es sind ja Champion-Sitze und Champion-Sitze sind von beiden Seiten klappbar. Wie, in einem Caravan kannst du Sitze umklappen? Ja. Nein, hört auf solche Fragen. Ah, dieser Spiegel, aha! Ich wollte gerade. Habe ich in irgendeine Kacke bei dir gefuckt? Das nennt man Fett. So eine Bühne sollte gefettet sein, aber du wirst es nicht. Ich habe noch einen Gutschein zur Aufbereitung. Das muss ich nicht glauben, man kann die Sitze auch von hinten klappen. Auf jeden Fall, nachdem Jens sich gerade den Seitenspiegel in die tiefsten Katakomben eingeführt hat. Ja, wollte ich eigentlich gerade darauf zurückkommen, weil Jens gesagt hat, man kann die Sitze umklappen. Ja, man kann die Sitze umklappen und ja, ich habe nachher einen Käfig drin. Aber nein. Ah, Fett an den Finger. Ah, hat man Fett an den Finger. Jetzt heißt Corona, ne? Auch so ein kaltes Corona wäre jetzt schön. Ah, sag mal, Tag. Das passt so gerade eben rein. Hier, jetzt komm ich am Sitz dran. Der Sitz muss raus. Weil dann kriegst du ihn so reingedreht, ne? Ja. Also ich komme hier schon mal gut an die Schrauben ran. Richtig nach vorne? Ja. Wir haben gerade gescheitert. Dann mache ich noch einen raus. Ich habe mal die Hand hier, dass er nicht auf den Sitz drauf kommt. Ja. Ah. Ah. Ah! Jetzt ja. Heiligen Sie! War das jetzt GEMA-pflichtig? Ich weiß es nicht. Dann mache ich noch einen nach vorne kommen. Ja, ich halte fest, ich halte fest, ich halte fest. Weil wir sind unter dem Tisch. Ich habe es gesehen. Zurück. Ja. Wo? Das ist ein Kabel. Ja, nicht zu. Nee, das. Ein Leiter. Oh. Hä? So, also. Nimmst du dir aber gut? Hey, was hab ich denn für? Oh, wer läuft denn? Ganz ehrlich, ich hab das Auto jetzt 3 Monate hier.
Du nimmst ja mal schon Beinfreiheit hier vorne, ne? Ja. Und Kopffreiheit. So, machst du da, ne? Ja. Sollen wir mal eben festtüllen? Oder so halten? Jetzt aber ist das Mittelteil rein, ne? Ja. Ich habe ja einen fest. Hältst du eben fest? Ja. Ich hab eine tragende Rolle. Rohr Nummer uno! Hast du diese Verbinder? Also diese Verbinderprobe, ja. Das ist draußen gut, Wetter. Was ist hier am Regen? Weißt du, was das hier ist? War! Ja, ich wäre voll sehr kalt! Ja, das wäre schlimm. Man muss ja an deinen guten Knochen denken. Dann würde man Zipfel abfrieren. Was ich mir jetzt da reinstecken kann. Also unser Stand ist jetzt das hier. Marcel ist am Verzweifeln. Ich bin ja am Verzweifeln. Also wir haben den Vorderbügel drin, den Besenbügel drin. Jetzt versuchen wir den Flankenschutz reinzutüllen. Ich habe ihn drin natürlich. Hier, Flankenschutz. Und dann haben wir auch den Abstand, richtigen Abstand von Vorder- und Hinterbügel. Und dann müssen noch die Teile rein. Für hinten auf die Dome, denke ich mal. Also C-Säule, Heck, Gedöns. Also wenn man gebraucht kauft. Ja, es hat glaube ich nichts mit Gebrauch zu tun. Ich habe so oft gehört, dass man Wischerskäfiger mehr reinprügeln muss, als einbauen kann. Ja, aber ist ja auch richtig so, ne? Das ist eine Versteifung der Karosserie und da darf dann auch nicht labbermäßig da drin sitzen, ne? Ja, eigentlich schon. Ich muss den mal an den Bobbes. Ah. Oh. So. Musst du das jetzt einführen? Ich muss da einführen. Nimm mal den Schlingel her. Ja. Aber du bist nicht gerade. Warte. Wenn man das jetzt in die Klöten fällt, ne? Warte. Ja. Ja, ich hab's kommen sehen. Ich halt mal gegen. Boah, ist das Press, ne? Aber gut, das darf noch nicht so viel Spiel haben. Und? Was sagt das Loch? Da. Keins. Und nicht unten. Ne, unten nicht. Da ist auch keins. Zu weit schon? Ja. Fakt ist, der muss vorne unter Teppich. Ah, jetzt.
Stopp. Ja. Hui! Tolle Sache. Weil, wenn ich den jetzt drück, ja, und hinten auf den Kotflügel stell. Dom. So auf den Dom, ja. Dom. Der Dom steht links hinten. Ja, das wäre dann so. Passt nicht, aber. Ja, hinten steht auch ein. Nur guck mal, was vorne. Also bei dir unten. Oh, er fliegt. Ja. Aber ne, das ist doch scheiße. Warum ist der so hoch? Das da. Weil er festgezogen wird. Der wird ja die komplette Karosse wieder versteift. Das sind aber 10 cm. Ja gut, wenn ich mich jetzt vorne drauf setze, kommt der runter, ne? Da vorne sitzt ja dieses scheiß Zeug drunter, ne? Ja. Jetzt mache ich aber trotzdem nochmal das gleiche mit der anderen Seite, mit dem Abschleifen. Ja. Und dann ist der fast drin. War ja gar nicht so schwierig. Ja, eigentlich nicht. Dann nur noch 18 Löcher bohren. Nur noch. Die bohrst du aber. Ja, damit du dann dich kaputt lachen kannst, wenn ich weine. Genau, weil sonst heißt nachher, war das Loch denn gemacht? Ich weiß ja, wer gut schweißen kann. Ich nicht. Notarzt! Notarzt! So, erstmal grundlegend, wir haben mal den Teppich jetzt hier weggemacht, damit wir den auch nachher verschrauben können. So, wir haben jetzt die vordere Teil mit dem mittleren Teil verschraubt. Jetzt versuchen wir ihn auszurichten, vernünftig. Wir werden hinten anfangen, dann mit Ausrichten und Löcher bohren und uns nach vorne arbeiten. Ja, ist noch ein bisschen Arbeit. Wie wir gemerkt haben, wir müssen jetzt noch die Laschen irgendwie rumkloppen, ja, damit die am Schweller dran liegen. Ne? Der war ja eingebaut in einem CC, in einem 5-türigen 16V. Ja. Und ja, der Besitzer hat den wohl ausgebaut, so wie er ist. Und ich weiß nicht, wie die den damals verbaut haben. Nur wir versuchen den jetzt so genau wie möglich zu verbauen. Und normalerweise sind die Laschen halt an dem Bügel abgeschrägt, wie Jens hat gerade gesagt hat. Und hier sind die gerade. Ich gehe mal davon aus, dass die den einfach auf dem Bodenblech verschraubt haben. Das machen wir nicht. Wir verschrauben den. Wir spannen den gleich noch nach außen. Und mit dem Schweller. Genau, wir gucken, dass wir so nah wie möglich ans Schwellerblech kommen. Ja. Dann die Löcher bohren. Dann kommt genau nachher der bekannte Spanngurt einmal unterm Auto durch und dann wird ein bisschen gezogen. Zur Überredung, ne? Genau, weil wir haben zwar 4 Hände, aber wenn jeweils 2 Hände den Bügel festhalten, fehlen uns 2 zum Bohren. Ja, ne? Marc? Marc? Nee, Quatsch. Er hat ja auch schon viel geholfen. Und er ist leider heute nicht dabei, aber ja, beim nächsten Mal. Bestimmt. Ja, gut. Also, wir sehen uns dann wieder, wenn wir soweit sind mit Bohren, würde ich sagen. Ja. Weil jetzt das Gefrickel hier. Ja, wir ziehen jetzt den Bügel auseinander. Dann seht ihr das ja auch, wenn wir Bohren wieder auseinandergezählt. Ja. Sehen. Wenn wir es hinkriegen. Wenn nicht, dann sitzen wir gleich weinend da drin. Und essen. Essen irgendwelche Schokolade, Scheiße. Zeit. Genau. Und sagen, wir haben das Video hiermit beendet. Betrinken uns, obwohl wir eigentlich nicht tun in der Halle. Ja, weil, ja, stimmt. Du hast ein bisschen Bier da eingeladen. Markenwerbung, ne? Das musst du noch auch durchstreichen. Aber wir sind regional, also ich bin Alttrinker. Ne? Ja. Der Jens hat seine Halle ja auch in einer guten Gemeinde, wo alt gebraut wird. Ja, Diebels. Gutes Diebels. Schön mit unserem Werkstatt-Grundwasser verseucht. So, egal, wir sehen uns gleich wieder. Ja, also das sind die Befestigungsdinger von unten. Das ist Material, ja, wenn es interessiert. Doch eine Planänderung. Wenn wir hinten ausgerichtet hätten, hätten wir vielleicht Probleme gehabt, dass wir vorne nicht mehr dran gekommen wären. Deswegen richten wir jetzt vorne aus, haben den jetzt auseinandergezogen und messen jetzt fleißig, ne? Ja. Die Abstände einmal zum Armaturen, also zur Türdichtung vorne und dass wir unten am Schweller anliegen. Und jetzt knüppelst du ja. Die Kanten, also diese. Ich knüppel jetzt die Halter unten etwas rum, damit ich die Löcher besser bohren kann. In den Schweller rein. Werde jetzt vorher noch mal einmal kurz fühlen, ob da irgendwelche Leitungen lang gehen, weil da läuft ja zur einen Seite Bremsleitung, auf der anderen Seite Spritleitung.
Ja. Das wird spaßig. Ja. Und dann schrauben wir fest. Vorne. Vorne, dann kommt B-Säule und dann kommt nachher hinten. Auf den Radhäusern, wie du gerne sagst. In der Hoffnung, dass das nachher alles richtig war, was wir getan haben. Ansonsten darf ich 18 Löcher zuschmeißen. Ich denke schon. Ich glaube nicht, dass du den so perfekt ausrichten kannst, dass alles gerade. Nein. Dafür ist das. Ist und bleibt ein Überrollbügel oder Käfig aus Stahl. Der ist auch schon alt. Der saß in einem anderen Auto drin. Der wird deine Form erhalten haben. Und der soll ja ein bisschen Steifigkeit bringen. Also von daher gehe ich da mal von aus, dass das in Ordnung ist, wenn der hier ein bisschen Spack reingeht. So, ich verschwinde in den Katakomb und klöppel. Klöppelst ja? Nehme ich mir nicht ein, sondern den Blech. Viel Erfolg. Danke, bis später. Ja, ne, bis später auf diesem Kanal. Also wir sind ja ehrlich, so 100% sind wir uns noch nicht ganz sicher, ob der ja so montiert wird vorne. Auf den Schweller oder daneben. Aber wir haben uns jetzt so viele Bilder angeguckt, der kann eigentlich nicht so weit nach innen, weil dann, wenn der auf dem Wohnblech nach innen kommt, also nicht so weit auseinandergezogen wie jetzt hier, dann hast du gar keinen Platz mehr für die Beine, weil der steht dann, ja, genau, im Innenraum hast du gar keinen Platz mehr. Also muss schon so wie jetzt sein, dass du noch ein bisschen Platz hast. Und in den meisten Bildern ist der Abstand auch von dem Bügel so wie jetzt hier. Also wir versuchen, wir bohren jetzt jeweils vorne links, rechts ein Loch, dübeln das Ding mal fest und dann gucken wir, ob die Türen noch zugehen. Genau so machen wir das. Das ist der Plan. Wenn das nicht funktioniert hat, müssen wir schweißen. Ja, was wir wohl gesehen haben, da werden wir wohl nicht drum herum kommen. Das ist wieder der Grund, warum ich die Türrosetten noch nicht verbaut habe, also die Griffrosetten. Kurbeln? Ne, kurbeln sollte gehen. Die Ablage müsste die Ablagefächer. Weil wir in vielen Bildern gesehen haben, dass die gar keinen Ablagefächer mehr haben. Unter anderem auch wegen dem Flankenschutz. Ja, probieren geht über studieren. So, wir werden diesen heiligen Augenblick jetzt festhalten. Ich bohre in ein ca. 30 Jahre altes Auto Löcher. Nur weil du so einen Scheiß da drin haben willst. Ja, nur weil du nachher da Probleme hast. Guck mal, das nimmt hier Matt Speedshop Sachen an, ne? Einfach irgendwo was reinbohren. Moment, ich habe noch keine Gurkenlackierung gemacht. Das hat vorher der Lackierer gemacht. Das ist zwar eine Gurkenlackierung, aber die hast du nicht gemacht. Nee. Gott sei Dank. Kannst du mir mal irgendwann zeigen, wie es geht? Also, komm mal, warte mal, ich gehe mal auf der anderen Seite. Ja, schnell. Jetzt fängt der schon an ohne mich. Ey, ich fang doch nie an. Das hat sich aber wie ein Bohrer angehört. Ja. Problematik jetzt hier. Ja. Hier laufen genau die Spritleitungen lang. Ja, also wenn gleich Feuer kommt, dann ja, Ali nicht schuld, ne? Der muss auf jeden Fall auch nach außen gezogen werden, weil da sitzt ein Wasserablauf. Da sollten wir bohren können. Hier auch. Ja, wenn wir das jetzt schlau machen, nehmen wir einen Zollstock. Kannst du mir den mal geben, der liegt da vor deinen Füßen. Alleine. Stock. Wenn man jetzt das Maß nimmt von man merke, sowas macht man immer eigentlich, wenn das leer ist und nicht voll und misst mal eben Platte zu Bohrung 6,5 muss ich dahin. Nicht um. Nee. Da ist der Bauer keinen Rat mit deinem Maßband. Beste Erfindung von Opel.
diese tolle Dämmpappe. Und 6-9. So. In der Hoffnung, dass das jetzt passt, werde ich jetzt körnen. Hoffentlich auch an der richtigen Stelle. Ja, das ist genau die Spritleitung Luft. Wo habe ich jetzt meinen 8,5er Bohrer reingeschmissen? Hat denn jemand gesehen? Nein, den muss ich auf Video zurückspulen. Mann, Scheiße. Merke, bauen mit mir, immer Werkzeug suchen. Echt? Ja. Bist du mehr am Suchen als... Ach, hier oben liegt ein Bohrer, ne? Auch ein 8,8er? Ja, das ist der 8,5er. Ja, ich hab das schon mal hingelegt, ne? Also sehr freundlich, sehr freundlich. Ich würde sagen, erstmal ein Loch oder machst du direkt alle drei? Schon nach Sprit? Ja. Kann ich. Boah! Warum hält der Bauer nicht? Ich mach die geilsten Sprachen, ne? Vielleicht werden wir ja erstmal sehen, wie er ausfriert. Nee. Irgendwie sitzt da drin eine Schraube, die irgendeinen Auftrag hat. Fast draußen. Deswegen ging der Bohrer nicht weit genug rein. Mhm. Scheinbar Bohrfutter festzuhalten. Nö. Hat geklappt, würde ich behaupten. So. Käfig wieder zurück.
Platte drunter, meine Schraube durchziehen. Ja. Will ich einen unterfangen? Ja, man hat sich das vielleicht doch ein bisschen einfacher vorgestellt, ne? Ja, sagen wir mal so. Dafür, dass wir das erste Mal machen, machen wir es gut irgendwie. Machen wir das natürlich astrein. Ich denke, meine ganzen Motorsportfahrer und alles werden uns gerade irgendwie kaputt lachen oder sich an irgendwelche Zeiten erinnern, wo sie sich gerade angefangen haben. Ja, könnte sein. Und das Witzige ist, wir machen das ja noch nicht mal mit Sinn. Das ist ja einfach nur aus Jux und Dollerei. Ich muss noch was, und das bringt all nichts. Du musst da noch mal einmal kurz anheben, dass wir weiter rum vorkommen. Okay. Ja. So, ich würde behaupten, die Schraube hat das Loch getroffen. Yeah, erste Schraube von 18. Die Platte will da gerade nicht durch. Da kommen halt so Konterplatten runter. Und wir am Schweller laufen halt direkt die Spritleitung lang, also auf der Beifahrerseite, wo ich gerade dran bin. Das ist dann doch recht problematisch. Aber wie Sie sehen, biegt sich langsam, aber sicher. Jetzt unterbohren gleich. Nee, natürlich vom Käfig. In Position. Also langsam aber sicher bewegt es sich nach unten. Und ich gehe mal davon aus, dass die da damals einfach gerade geklöppelt haben. Warum, wieso, weshalb auch immer. Aber hier bewegt sich soweit nichts. Das geht. Und die Seite ist auf jeden Fall fest. Ja. Das hieße, theoretisch könnten die anderen Löcher auch gebohrt werden. Dass man den nach und nach festkriegt. Ja. Ja. Türpappe. Türpappe, nur Türpappe, ne? Ja. Nur Türpappe. Ist machbar. Ist machbar. Dafür muss die Tür ja Gott sei Dank nicht ausgebaut werden. Ach, aber da Übung drin. Ja, hat man ja vorhin gesehen. Nur ein bisschen gedauert. Ja. Ja. Also scheint das so zu funktionieren. Ja. Definitiv.
Dann machen wir jetzt gleich hinten. Aber erstmal machen wir jetzt die andere Seite. Nun bohren wir die Löcher. Und die müssen ja eigentlich übereinstimmen. Dann sind wir ja ein gutes Stück weiter. Der richtig angezeichnet hat. Ich weiß nicht, ob das richtig gemacht hat. Weiß ich nicht. Aber da sind auf jeden Fall richtige Punkte. So, das Einzige, was ich machen muss, ist hier mit der Spritleitung. Da sitzt halt so ein Kunststoffhalterblock drunter. Ich gehe mal davon aus, dass ich nachher dann einfach ich sag mal, irgendeine Ringhalterung mache, die ich mit an den Käfig an die Halterung mit dran schraube. Einfach über die eine Mutter drüber und dann ja. Wie ein Lochband oder sowas. Ist ja nur zur Fixierung. Ja. Das heißt, erste Seite ist erstmal drin. Machen wir jetzt die nächste Seite. Dafür Spanngurt wieder dran. Ich will da wieder schützen. Attacke! Mann, sind wir bescheuert. War mal eben, zieh noch nicht an. Das Handtuch mal ein bisschen weiter weg, sonst kommst du nachher nicht. So, gut, Anne. Ja, dann ziehe ich den wieder hoch. Weil ihr seht ja, normalerweise würde er mit so einem Abstand drinstehen, dass ich schwach bin. Der muss hier oben drauf liegen. Was haben wir oben? Ja, habe ich jetzt. Weiter, weiter. Gib ihn. Ja, ich bin dran. Ich habe hier einen guten Zentimeter. Luft. Ich bin hier dran. Na, dann setzen wir den nochmal ein bisschen. Kann natürlich ein bisschen weg noch. Ja, geht? Ja. Jetzt habe ich auch einen Zentimeter. Gut, dann kommen wir jetzt rüber. Hier die Löcher. Ja. Wenn der da schon mal mit jeweils einer Schraube fest ist, können wir auch die anderen jeweils ein Loch bohren. Festdrehen. Ich bin jetzt hier bei 13 cm. Dann kann der hintere Bügel fest, dann können die beiden Stützen fest. Wurde dieser Bügel eigentlich immer nur für 5 Tour angeboten, nicht für Caravan, oder? Offiziell gibt es nur für den CC den Käfig. Auch nicht für die Limousine. Der Kadett ist aber so gebaut, das sind alles eigentlich die gleichen Karossen. Du hast halt. Bei Limousine hast du hinten das Blech auf der Hutablage. Dann ja, du kannst dieses Modell nicht für die Stufe nehmen, was ich jetzt hier drin habe. Das kannst du gut für den Caravan nehmen. Bei der Stufe würdest du dann die Variante nehmen, die dann schräg abfällt und durch die Rückbank geht. Ah. Ja, aber im Endeffekt enden die alle auf den Radhäusern. Okay. Der einzige Unterschied ist halt hier, du hast hier halt keine Dome im Weg von den Stoßdämpfern. Weil die Stoßdämpfer gehen ja hier schräg an den Unterboden dran. Stimmt, ist ja anders aufgebaut hinten. Ja, ihr habt ja gesehen ungefähr, ich kann das ja mal hier nochmal Schwimmtechnik festhalten. Ja, ne? Hier ist diese tolle Opel-Matte, die sich nie mit Wasser vollsaugt und nie für Rost sorgt. Der hat da selbst die Verschraubung. Ja, sehr schön. Wir sehen uns dann wieder, wenn wir grundlegend schon mal alles mit einer Schraube fest haben oder mehrere. Können wir mal zeigen.